Ja, Tour of the Chila, was wird uns da wohl erwarten? Erste Bergankunft direkt, dann Sprint vielleicht und dann Zeitfahren. Also ich glaube, da wird viel übers Zeitfahren gehen. Was meinst du? Ich glaube auch. 24 Kilometer, relativ wellig, also guter Bergfahrer, der gut Zeitfahren kann. Vor allem die erste Etappe wird halt einen Unterschied machen und die letzte ist auch heftig. Aber ich habe halt sehr viele Fahrer, die so Berg 70, 71, 72 haben. Da kann ich halt immer gucken, wer die beste Form hat. Das ist schon ganz geil. Du bist auf jeden Startliste. Fall mit Jan Christen und Marc Brenner hast du natürlich zwei Fahrer, die brutal. Und Leclerc hast du auch noch. Ja, du bist da schon sehr gut aufgestellt. Es wird wahrscheinlich wieder ein Triple Podium für dich. Ja, du hast Contreras mit Berg 74 und Zeit von 70, also der ist ja noch mal besser als ich. Also diesmal hoffe ich, dass mein Abstand nicht ganz so groß ist wie der zu dir. Ja, man muss halt sagen, du bist in der Spitze am Berg halt deutlich besser als ich. Ja. Ja, du baust halt ein Team auf, das in der Breite sehr stark ist. Genau, Ich ja. baue halt ein Team auf, das in der Spitze sehr stark Ja, ist. und vor allem habe ich eigentlich ja jetzt gar nicht unbedingt ein Team, wo ich im Berg so stark sein möchte. Also gerade wenn die Gegner besser werden, dann kannst du halt mit Richitello und mit Del Toro bei einer guten Tagesform auch echt mit den Besten mithalten. Und ich habe am Berg halt wenig zu melden, aber ich schaue halt eher eigentlich auf Lecerf am Hügel und Pitti bei den Sprints. Also ich habe eigentlich eine ganz andere Ausrichtung. Aber wenn die Konkurrenz so schwach ist, kann ich natürlich auch am Berg ein bisschen mithalten, das ist klar. Wir haben jetzt einen Solisten, was Ja, mich natürlich. haben sie eingeholt. Das ist ein Also anderer wegen mir Fahren. können wir mal vier machen. Ich habe keine Interessen hier. Ich auch nicht. Solche Kinkerlitzchen gebe ich mich nicht ab. Wobei, vielleicht machen wir doch lieber mal eins. Hä? Was? Uiuiui, was kommt jetzt? Jetzt will er auf Sprintwertung fahren. Da kenne ich nix, da machen wir ernst. So, Simmons hat sich Platz 2 geholt und Brenner Platz 3. Ja, das ist natürlich eine Ansage gewesen. Also da wirst du es deiner Favoritenrolle schon gerecht, aber ich spare natürlich jedes Korn, das ist auch klar. Bist du nicht vorn, spare jedes Korn. Dort können wir wieder mal 4 machen, oder? Ja, bis zur zweiten Genau, und Sprintwertung. dann werden wir das gleiche nochmal Und sehen. der Jakob gewinnt die Rundfahrt mit 10 Minuten Vorsprung. Ich würde es ja feiern. In dem Fall ist ja tatsächlich mein. Also jeder Ausreißer ist ja mein Freund, weil die dir Punkte wegnehmen im Ranking. Ja, klar. Weil durch das Zeitfahren ist natürlich, also unwahrscheinlich, dass ich mit Contreras eine Etappe gewinne. Dafür bist du zu stark als Team aufgestellt. Ja, aber die Bergetappen Aber könntest du natürlich schon gewinnen. ja, aber das ist mehr eine Hügeletappe, Medium Mountain, und da hast du natürlich mit Christen bist du deutlich im Vorteil hier auf der Etappe. Meinst du, das ist Hügel? Ja, Schon, oder? ja. Medium Mountain. Ja, das wäre natürlich nice.
Und ja, dementsprechend geht es bei mich, finde ich, mir maximal, ich würde mal sagen, maximal um Platz 3. Also das wäre schon das Höchste der Gefühle und selbst das ist wegen der Zeitfahren unwahrscheinlich. Ja. Und daher weiß ich nicht mehr, was ich sagen Aber wollte. Contreras ist doch ein guter Zeitfahrer. Ja, weil er hat keine sekundären Werte. Ja. Ja, schauen wir mal. Es gibt ja auch noch schließlich die KI, die hier eine Rolle spielt. Aber die hat ja keine Fahrer am Start. Ich klicke das jetzt gerade durch. Ja. Ja. Also Sevilla ist tatsächlich Sevilla und Höhen, den ich fast verpflichtet hätte, sind die Ja. einzigen, die gelbe Werte haben. Also das wird wieder so ein, es wird wahrscheinlich wieder ein Dreifachsieg von dir. Ja, jetzt wirf mal nicht die Flinte hier ins Korn. Der Jakob zieht durch, du. Jetzt zieht August direkt vorweg. Auch nicht schlecht. Mit solchen Kinkerlitzchen geben wir uns überhaupt nicht ab. Der Weg zieht sich gleich noch die Schuhe fest, da ja, geht's noch. Simmons, der punktet hier schon schön. Hast eine relativ chillige Etappe hier zu Beginn, muss man sagen. Der Jakob. Ja, dem würde ich es schon gönnen, muss ich sagen. Also ich würde ihn nicht einholen. Dem gönne ich es einfach jetzt mal. Was haben wir denn für Bergfahrer hier eigentlich am Start als Gegner? Ist da irgendjemand? Siehst du irgendeinen, der was kann? Oscar Sevilla halt. Ist es unser größter Gegner? Ja, deshalb, also das wird. Und der Höhen. Sevilla und Höhen. Sonst sehe ich wirklich niemanden, der auch nur annähernd hier was kann. Gut, da können wir wieder 5, 6 Fahrer in die Top 10 bringen. Oh, wir sehen Miami schon wieder. Immer wieder aggressiv mit dem Zug unterwegs. Während ich mich immer schön zurückhalte. Aber ich merke schon, der will natürlich hier den Wind ausnutzen. Das ist natürlich gefährlich. Gerade wir sind schon öfters negativ aufgefallen, dadurch, dass wir einfach den Anschluss verloren haben plötzlich. Und das Feld ist schon gerissen. Und ich bin auch schon weg. Das ganze Team hat sich abgesetzt. Das ziehen wir durch. Jetzt kriegt der vorne, der Jakob kriegt jetzt eine Durchsage über Funk. 7 Mann kommen näher, alle vom gleichen Team. Er dreht sich um und denkt, what? Der denkt, ah, ich bin. Aber das Feld ist kurzzeitig gerissen. Ja. Und dann bist du aber weggefahren und dann ist es wieder, haben die aufgehört nachzufahren und dann ist es wieder zusammengeflossen. Ja, genau. Und jetzt ziehst du das durch, oder was? Ihr schaut schon so aus. Der Jakob hilft da bestimmt gleich.
Weil letztendlich muss man das ja relativ realistisch sehen. Du bist so stark besetzt, dass ich sowieso keine Chance habe gegen dich. Also, wieso bist du da so Und pessimistisch? nee, das Ding ist, du bist so gut besetzt, aber ich kann halt im Endeffekt, wenn ich jetzt meine Kräfte verpulver, wäre ich halt Fünfter hinter dir und so werde ich halt auch Fünfter hinter dir. Also es macht für mich keinen Unterschied und daher kann ich ruhig mal taktisch was planen. Ja, Aber klar. mein Plan war natürlich, dass da noch mehr mitkommen. Ja, du hast immerhin den Jakob jetzt aufgesammelt. Wenn der durch die Führung geht, drehe ich durch. Sind alles sieben von dir, logischerweise, ja? Krass. Du hast gleich Das zwei sind Minuten alle vorne. Vorsprung. Das sind alle vorne. Du hast gleich 2 Minuten Vorsprung. Ich glaube, du kommst durch. Na, das wäre natürlich witzig, aber gut, du holst mich dann im Zeitfahren sowieso. Also wenn, gewinne ich mit 20 Sekunden Vorsprung oder so. Würde ich schon irgendwie feiern, wenn du jetzt durchkommst. Du machst nichts, oder? Du schaust dir das jetzt an und Ich genießt die wollte Hörerechner, erstmal dass sich nichts. kaputt fährt. Ich wollte erstmal nichts. Also 2 Minuten, es wird lang, also echt brenzlig. Ich glaube, dass die sagen, ich muss fahren, was ja auch logisch ist. Na, glaube ich nicht. Ich glaube, dass. Also, wer fährt denn jetzt? Wo ist denn Medellin? Es fährt eigentlich niemand. Warum sollten die auch Wo? fahren? Wir zwei sind mit Abstand die besten Teams. Aber wo ist Medellin, wenn man sie braucht? Und was ist das eigentlich für eine geile. Also, wir haben selten so viel Seitenwind gehabt. Das stimmt. Das war ja teilweise über 40. Ich habe das durch Zufall nur entdeckt. Was Ist glaubst schon. du, was die dem Jacob, dem Kanadier, jetzt gerade ins Ohr funken hier? Ja, fahr ordentlich mit durch die Führung. Du hast eine Siegchance. Weiß ich nicht, was die machen. Ich würde funken, fahr einfach mit und mach bloß nichts. Also bei 2,5 Minuten ist jetzt aber mal die Grenze erreicht. Ich glaube, es hackt. Nee, komm, warte noch ein bisschen. Warte doch noch bis drei. Es ist jetzt schon echt eigentlich zu viel Zeit. Weil du kannst dich ja vorne komplett schonen mit deinem Fahrer. Das ist schon sehr gefährlich. Aber jetzt fahren sie hinten auch. Ja, ich merke schon, der Vorsprung geht auch runter. Also Ich ich frage mich war nur, noch nicht einmal im. warum das Feld nicht zerreißt bei diesem Tempo. Ich war noch nicht einmal im Wind, weil die jetzt auch fahren. Also der Kersten ist jetzt zwar eingereiht, aber der war noch nicht einmal im Wind vorn. Jetzt fahren sie nämlich. Letschen fährt jetzt auch. Der Kersten kommt gar nicht nach vorn. Ja, zum Glück, weil sonst wäre das jetzt brenzlig worden. Aber das ist eh schon brenzlig. Du kannst dich komplett schonen vorne. Es kann echt sein, dass du das jetzt hier abschießt. Also mit Contreras auf jeden Fall. Unwahrscheinlich. Ich komme einfach nicht nach vorne. Ich kann kein Tempo machen, weil die so reinbrettern. Dann siehst du das, Alter. Ja, schau, jetzt zerreißt mich vorne halt langsam. Ich kann halt jetzt nicht mehr mitgehen. Wie schnell die fahren, ey. Spinnen die eigentlich? Was machen die denn da? Die attackieren da ja fast. Ey, Wahnsinn, ich komme. Das ist ja Wahnsinn, was die jetzt fahren. Aber schau, ich komme da nicht, ich habe da keine Chance. Ja, ich auch nicht, wenn die so weiterfahren. Spinnen die eigentlich? Jetzt merkt man schon den Wind, krass, ey, boah. Es ist auf Noch jeden Fall, es 1,30 Rückstand. bricht jetzt ein bisschen was auseinander hier. Ey, wie jetzt reinbrettern. Ja, war ein schöner Versuch. Musste ich durchziehen. Als ich die Lücke hatte, musste Ja, ich auf es jeden probieren. Fall. Auf jeden Aber Fall war ein irgendwann guter geht's dann Versuch. halt nicht Aber mehr. ist ja noch nicht vorbei. Also wart mal ab, die hinten sind müde, siehst du das? Also so viel reinbrettern können die nicht mehr.
Ich müsste 100 Einsatz geben, wenn ich jetzt im Wind fahren möchte. Aber jetzt ist Contreras Solo vorne. Okay, geil. Was für eine. Das ist ja wie so ein Teamzeitfahren, was du hier gemacht hast. Ja, ist leider ein bisschen zu früh. Ich hatte gehofft, dass ich mit Contreras in diesen Berg reinkomme. Ja, dieses Flachstück jetzt, da ist das Leichte vom Berg, das war jetzt natürlich der Killer. Aber du hast immer noch 1,5 Minuten Vorsprung, 5 Kilometer noch. Also ich meine, ich fahre jetzt natürlich auch, um meine Leute gut zu platzieren. Hinten gibt es jetzt Attacken. Ist ja brutal, Alter, was hier abgeht auf der Etappe. Ich glaube, Jetzt du ist es gewinnst okay, weil es. Ich glaube, du gewinnst es. jetzt ist Contreras halt vorne. Na, das gewinne ich nicht. Meinst nicht? Ja, schau mal, was da jetzt kommt von hinten. 3 Kilometer Ja, noch. aber es sind noch, ist noch 1 Minute. Klar gewinnst du das. Auf jeden Fall müsste ich meine direkten. Jetzt kommt Sevilla hinten angeschossen. Ja, der schießt nicht an. Die sind alle kaputt. Wichtig, aber du wirst mich überflügeln. Also Nee, das ich ist eh glaube nicht. klar. Nee, du gewinnst das. War natürlich ein Meisterkuh, aber du hast noch so viel Energie, dass ich da keine Chance sehe, Nee, du dass ich das gewinnst es. Ich komme gewinne. doch kaum näher. Du hast immer noch 1 Minute. Ich komme doch gar nicht näher. Ich bin überhaupt nicht näher gekommen. Du hast ja auch einen besseren Bergwert als ich. Es ist immer noch 1 Minute. Guck mal. Klar gewinnst du das. Geil. Sehr geil. Da hat sich die KI entweder komplett vertan oder sie hat halt einfach auf mich geschaut. Geil. Ja, ich habe das jetzt halt einfach natürlich durchgehen lassen, aber ist ja Ja, wurscht. du warst, da muss man schon sagen, das war ein Sieg von Slevins Gnaden. Ja, jetzt schauen wir mal, ob ich mich da nicht damit komplett selber kaputt gemacht habe, aber. Am Ende, ja, 50 Sekunden habe ich mitgenommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich sagen. Also, Du aber ja, hast am das war Berg natürlich der sozusagen Berg. nichts verloren. Ne, genau, der Bergwert war entscheidend für von Ja. Contreras. Ja. Aber dadurch halt natürlich, das andere, der Rest des Teams wurde komplett aufgeraucht, die kommen alle richtig mit Rückstand rein. Ja, und man muss auch Und sagen, hinter den Top 4 sind ja alle schon aus dem GC raus. ja, aber 20 Kilometer flach, da holst du jetzt locker mal. Also, ich glaube, also realistisch gesehen bist du halt mit Christen einfach stärker. Aber schau mal deine Teamstärke an, das ist ja eine Frechheit. Du hast unter den Top 8 hast du 5 Fahrer und den sechsten hast du dann auf Platz 13. Also Ja, ja. aber ich hab Zeit, also Zeitfahren sehe ich, also wenn dann Brenner mit 72 Zeitfahren, aber Contreras hat halt auch 70, also ich sehe aktuell dich die Gesamtwertung gewinnen. Ich wüsste nicht, warum ich da jetzt nicht dran glauben sollte, dass du das gewinnst. Vorne sind drei Man Fahrer sieht. weg, das interessiert uns scheinbar beide jetzt nicht. Der Jakob Nee. ist wieder dabei. Wir können 2x2 machen, wenn du willst. Ja. Also ich habe auf der Etappe tatsächlich keine Ambitionen. Außer mein Führungstrikot zu verteidigen, in der Hoffnung, dass es dafür 3 Punkte in der Weltrangliste gibt. Ja, es gibt tatsächlich Punkte fürs, ich glaube sogar 5. Fürs Tragen des Trikots. Wir haben auch keine Interessen, die Führungsgruppe einzuholen. Also das könnte jetzt eine Etappe sein, wo eine Gruppe gewinnt. Weiß ich gar nicht, ob ich da Interesse habe. Ich glaube schon, dass ich die Etappe gewinnen kann. Ja, für dich ist der Etappensieg jetzt interessant. Und dann ist natürlich die Frage, mit wem gewinnst du sie? Weil dann kannst du natürlich, wenn du mit Christen gewinnst, ja, oder mit Leclerc, das wäre natürlich für die Gesamtwertung. Also mal Brenner hat ganz auch einen guten realistisch Sprintwert. betrachtet, hast du die Rundfahrt gewonnen im Normalfall? Nee, wegen dem Zeitfahren. Aber weißt du, was krass ist? Der Kopecky wurde Neunter. Ja, ich weiß, die sind auch für den gefahren. Brutal, auch Herzog bist du auch stark gefahren, mit Herzog noch Achter geworden. Ja, Sevilla war sehr enttäuschend.
Dass da keiner mit meinen drei Leuten mitgefahren ist, ist echt Oh, krass. Feld gerissen, machen wir mal eins. Das ist ja spannend, dass da das Feld reißt. Obwohl kein Wind ist jetzt diesmal. Ah, ist gleich wieder zu. Schau mal, ob da jemand Spannendes hinten ist, wahrscheinlich nicht. Wobei, es kann uns ja eh wurscht sein. Ach Quatsch, ist uns eh egal. Mir ist das jetzt wurscht Ja, gerade es ist hier. eh egal. Aber das ist bestimmt. Das ja, ein Mein, es paar wäre sind halt schon wegen hinten Etappensieg. 16er und so. Wegen Etappensieg halt interessant, ob da einer hinten ist. Ja, wegen Sprinter. Also wenn ich jetzt wenn ich auf Sprint fahren würde, würde ich Führungsarbeit machen, auf jeden Fall. Weil das ist natürlich jetzt eine Gelegenheit, das Feld so richtig auszudünnen. Ja, aber ich kann es halt nicht durchziehen. Aber die anderen fahren ja eh auch. Also ich fahre ja vorne sowieso schon mit. Also schauen wir mal. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass das Zeitfahren dein Problem ist. Ich glaube, wenn du Probleme bekommst, dann wegen der Schlussetappe. Wegen der Bergankunft. Das ist nicht so eine richtige Bergankunft. Das ist sehr wellig, sehr. Das sind drei, vier Berge und am Ende ist es so eine Hochebene und geht dann nochmal hoch. Irgendwie so komisch. Das ist eher das Ding. Aber. Da ist halt die Frage, ob du das packst. Weil dein Fahrer ist am Hügel halt schlecht. Zeitfahren sehe ich nicht so schlimm. Wir sehen immer noch ein Split. Ja, ich fahre auch ordentlich Und im Feld. Der das ist Kersten ist hier ganz klar spannend. als Helfer eingeteilt. Das ist spannend. Ich könnte mir vorstellen, so wie die Gruppe da hinten ausschaut, dass es die sogar nochmal zerlegt. Und ehrlich gesagt, ist da kein Fahrer hinten, der das Zeug hätte, diese Lücke zu schließen. Also Ja, die das fahren könnte auch sein, nicht dass das voll. nicht. Die chillen doch auch schon fast, oder da hinten? Ja, ich meine, jetzt geht es natürlich flach dahin. Jetzt kommen sie wieder ran. Ja, es täuscht immer so im Hügel. Ich hole jetzt gerade Wasser mit Kersten, danach kann er wieder ein bisschen weiterarbeiten, aber es könnte sein, dass dann schon zu ist. Ja, es reißt Ja, und wirklich ich wieder könnte. mit in der Gruppe, du hast recht. Das ist wieder zusammen. Ja, gut. Das wird jetzt nicht rennentscheidend sein, aber wenn da ein guter Mann, ein schneller Mann dabei ist oder ein Anfahrer von dem schnellen Mann, dann hilft uns das schon mal. Schau jetzt mal, wer da dabei ist. 25. in der Gesamtwertung, 21. 22. Nee, also das dient jetzt eigentlich nur zur Absicherung. Und natürlich sind da ein paar Leute, die haben so Sprint 68, 67, Ja, aber das 66. ist ja schon gut, wenn die weg sind. Ja. Weil meine haben ja auch keine 70 im Sprint. Und da sind ja Anfahrer und so dabei. Also ich meine, das Team von wie heißt der? Kopecky, das ist halt wieder sehr, sehr stark. Der wird schwer. Ich glaube, dass der jetzt hier schon die Etappe gewinnen kann. Ja, und dann frage ich mich halt, jetzt sind wir 60 in der Gruppe vorne. Ja. Hören die jetzt auf? Jetzt nehmen sie raus. Das ist natürlich bitter. Damit kommen die hinten wieder ran. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die da rausnehmen. Macht überhaupt keinen Sinn. Nee, macht echt keinen Sinn. Ich schicke jetzt auch mal jemanden nach vorne. Haben sie wieder Lunte gerochen hier. Denken sie wieder, sie kommen wieder ran, aber nichts da. Wie viel hast du Einsatz vorne? 91, aber ich bin gleich kaputt. Ich bin jetzt im Komm Arsch. ich. Wenn wer mich kennt, der weiß, ich mag das auch, wenn das Feld zersplittert, wenn es kleine Gruppen gibt, das gefällt mir. Ja, ich weiß. Das ist auch geil. Auch wenn es jetzt gar keinen Sinn ergibt, aber wenn von uns beiden da keiner drunter leidet, dann kann man so ein Gag ja auch durchziehen zusammen. Nee, ich wüsste auch nicht, wer da leiden sollte. Nee, aber wenn jetzt einer von uns hinten wäre, du hättest keinen Grund zu Tempo zu fahren und machst es trotzdem, das meine ich. Aber das machen wir ja nicht. Jetzt wird's, beim Hügel wird es jetzt entscheidend sein, ob die wieder rankommen.
sind sie wieder dran. Ja, aber es wird jetzt wahrscheinlich wieder reißen, oder? Du fährst ja da jetzt einen ordentlichen Zaun hoch. Naja, schaut nicht so aus. Ja, vielleicht Höchstens schon. über die Kuppe drüber, dass wir da Ja, jetzt nochmal Gas geben. glaube ich schon, dass das passiert. Danach geht es ja gleich wieder hoch. Also können wir schon vorstellen, dass da einige Sprinter, die hinten waren, da jetzt Probleme kriegen. Jetzt kommst du rein, das ist gut. Ja, die anderen kommen auch rechts hier von Kopecky. Zweiundzwanzig Mann immerhin weg. 22. Jetzt kommen rechts nochmal andere Fahrer, okay. Jetzt fallen welche zurück, auf jeden Fall. Ja, es ist jetzt auch, also ich merke es auch ordentlich, das Tempo. Ich frage mich, ob wir jetzt da mit einer kleinen Gruppe sogar wegkommen. Das schaut nämlich gar nicht so schlecht aus. Wäre geil. Weißt du, so mit 20 Fahrern oder so? Ja, aber ich glaube nicht, glaube nicht. Dafür sind die dann doch noch zu fit, die vorher auch vorne waren. Nee, da reißt jetzt nicht gerade. Aber es sind auch nur noch 16 Kilometer, also es wird jetzt hier einen Sprint wahrscheinlich geben, aber der geht ein Stückchen bergauf, der Sprint. Bin mal gespannt. Und die Frage ist, wie müde haben wir die Sprinter gekriegt? Ja. Oh, Sturz. Oh. Keiner von mir. Zum Glück. Aber auch kein guter. So, Konzentration. 87 Mann sind wir noch. Zwei Kilometer noch. Ja. Komm schon, Jungs, zieht. Zieht irgendwie das Ding durch. Nee, 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 viel zu früh, viel zu früh. Ich war viel zu früh. McGill. Walters Prado, okay. Ja, da wäre mehr drin gewesen, das habe ich verkackt. Puh. Siebter Marco Brenner, sechster Colby Simmons. Ja, also ich war viel zu früh, aber ich weiß auch nicht, wieso der Balken beim Sprinten so unfassbar schnell runtergegangen ist. Ich meine, es ging zwar bergauf, aber der ist so schnell runtergegangen, da hätte ich ja viel später sprinten müssen. Die Anfahrt war eigentlich super bei mir. Ja, also das war schon vorbildlich, aber nein. Schade. Naja, man kann ja nicht immer gewinnen. Aber es hat gut Schaden angerichtet im Feld, was wir da veranstaltet haben, aber natürlich nicht genug. Jetzt kommt, glaube ich, schon, kommt jetzt schon das Zeitfahren? Ich glaube schon, ja. Oh Gott, das habe ich natürlich noch nie angeschaut. Gesamtwertung bleibt alles gleich. Ja. Jetzt kommt das Zeitfahren. Warte kurz, ich schaue schnell noch in der Weltrangliste. Und da hat sich, ja tatsächlich, habe ich 5 Punkte gekriegt. Ja. Ich bin direkt Erster am Start. Wow. Und dann muss ich 112 Positionen warten und dann kommen fast alle gleichzeitig. Ich habe ein Riesenproblem. Ey, ich habe ein Riesenproblem. Ich brauche ja ewig, um rauszufinden, was ich hier einstellen muss. Und bei mir kommen alle gleichzeitig dann. Das ist ein großer Ja, Vorteil von dir. das ist ein Riesenproblem. Hä?
Ja, ist ein Riesenproblem. Nee, es ist echt Also ein Riesenproblem. Riesenproblem. Ernsthaft jetzt. Weil ich keinen Plan habe, was ich einstellen muss. Kannst du das jetzt testen? Ja, mit einem Fahrer kann ich es testen. Ach so, weil die alle so gut sind in der Gesamtwertung. Ja, der nächste kommt in 104 Positionen. Bei mir kommt jetzt der erste. Ja. Ich kann es Che, nicht mit einem testen. Zeitfahrwert von 55. Ich kann es mit einem einzigen Fahrer testen und das ist kein guter Fahrer und der und ich kann ja keine Varianten testen. Das ist eine Katastrophe. Und dann kommen alle gleichzeitig. Oh Gott. Ja, das wird jetzt schwierig. Es gibt ja auch keine Zwischenzeit, das finde ich ein bisschen schade. Oh ja, das ist bitter. Wobei es natürlich das Ganze auch spannend macht, weil man weiß dann gar nichts bis zum Schluss. Oh Gott, also ich hätte das mal üben sollen. Hast du bestimmt. Nee, habe ich noch nie gefahren. Ich bin die Tour of the Chile tatsächlich noch nie gefahren. Auch nicht in irgendeiner Karriere. Ich kannte die überhaupt nicht. Bis wir die letztes Jahr dann mal in den Kalender genommen haben. Aber da haben wir ja dann nicht die Kersten echte schlägt genommen. sich aber gut auf jeden Fall. Meine nicht, der andere überholt mich ja fast. Und der hat 60 Zeit von. Nee, nee, da habe ich auf den Scheiß eingestellt, aber ich kann jetzt halt auch nicht testen. Das ist krass. Cool, dass wir hier auf der anderen Seite zurückfahren. Wir sehen uns dann da. Ist ja toll. Das sieht So, geil und aus, hier wenn die kommt da jetzt gleich. runterbrettern. Das sieht voll geil Ja, aus, hier wenn ich kommt hier jetzt. berghoch fahre und die anderen brettern voll runter. Hier kommt jetzt Andrew August. So, ich werde jetzt überholt mit Jay. Das ist natürlich bitter, aber ja, geht nicht anders. Jetzt kommt Andrew August. Das ist jetzt mein großer Test. Plus 2 Tagesform. 65 Zeit fahren. Ey, das ist echt, dadurch, dass es so viel auf und ab geht, muss man da echt ein bisschen rumtesten. Das ist krass, dass ich das jetzt überhaupt nicht machen kann. Weiß gar nicht, was da ein guter Wert ist. Ich habe keinen Plan, was ich da einstellen muss. Das ist jetzt ein bisschen Glück, was man da einstellt. Das mit Kersten war schon mal Mist. Aber du siehst, die Abstände sind groß, also das ist schon. Da brauche ich jetzt Glück, dass ich. Also ich habe immerhin den Vorteil, dass ich drei Leute habe, bei denen ich. Eigentlich ja nur zwei, weil der Lecaf ist zu schlecht. Aber bei Christen und Brenner. Muss ich bei einem halt das Richtige irgendwie einigermaßen Richtiges einstellen? Also G 14. mit 5 Minuten 59. Boah. Ey, Boah, das also das ist wird ein hartes krass. Zeitfahren. Ich weiß noch gar nicht, was ich einstellen Ja, muss. ich auch nicht. Ich kann leider auch nicht mehr testen. Also so ungefähr kann man schon Wert erahnen, aber halt von Anfang bis Schluss. Und es wäre natürlich schon besser, wenn man da ein bisschen rumstellt unterwegs. Aber das ist halt Next Level. Das kann ich jetzt nicht bringen.
Was ist der Wert? 78, 79? Ich Naja, hatte ich weiß, eigentlich. dass es zwischen 76 und weiß ich nicht, 82 oder so. Mehr weiß ich auch nicht. Irgendwas da dazwischen. Ich weiß nur, dass 76 deutlich zu wenig war, auf jeden Fall. Andrew August, neue Bestzeit. Da Wow. geht doch was. Colby Simmons, Fünfter. Lennart ist jetzt mein Versuchskaninchen. Lennart kommt ins Ziel. Zweiter. Ui. Okay, das ist ja schon mal eine Ansage. Weißt du, was du da rumgestellt hast? Ja. Okay, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Jetzt kommt erstmal Krejci in 11 Positionen. Aber dann kommen innerhalb von 10 Positionen halt alle. Scheiße, wäre ich voll Aber überfordert. Lennart ist jetzt natürlich, das war jetzt gut, aber also ich habe eine ungefähre Idee, was ich machen kann, aber noch keine endgültige. Kommt alles auf die Tagesform so ein bisschen an. Im Moment bin ich Zweiter, Dritter und Neunter, aber jetzt kommen natürlich deine Zeitfahrmonster. Alter, du übertreibst. So, jetzt kommt Vollmer ins Ziel. 36. Okay. Ja, jetzt geht's aufs Ganze. Jetzt kommen deine Topfahrer. Was stellen wir ein, ist die Frage. Wie viel Tja. konntest du jetzt testen? Einen Fahrer. Okay. Also gar nichts. Bei einem kannst du nichts testen. Da musst du bloß schauen, wo der Wert ungefähr liegt. Da kannst du ja nicht rumspielen, weil wenn du dann rumspielst bei dem einen Fahrer, dann weißt du ja gar nicht, wo der Wert liegen soll. Deswegen habe ich da jetzt natürlich nichts gemacht. Keine Ahnung, was ich da jetzt Sevilla. einstellen soll. Sevilla legt auf jeden Fall los wie die Feuerwehr. Alter, ich bin komplett überfordert. Alle nacheinander. Oh Gott, minus 3 Tagesform. Das gibt's ja nicht. Oh, ja, jetzt hast du es. Minus 3 Tagesform. Also selbst wenn ich das perfekte Setting habe. Ich stelle da jetzt gar nichts rum, weil ich könnte es nur kaputt machen, glaube ich. Ich lasse es jetzt bei dem einen Wert und kann am Ende höchstens nochmal feinjustieren. Aber da jetzt bei Aber hoch runter, ich kann ja nicht sechs Fahrer mit gleichzeitig steuern. minus 3 Tagesform, was soll ich denn da einstellen? Ja, aber wie viel verliert er denn vom Zeitfahrwert? Das ist ja oft gar nicht so ein großer Unterschied. Ich habe Ausdauer 64, Zähigkeit 61. Ja. Okay. Aber der Zeitverwert? 70, aber das macht ja nichts. Also die sekundären Werte. Der Ich schaue es jetzt gerade 70er an. ist geblieben, oder was? Ja, aber du Okay. fährst halt da mit 36 über den Berg und ich nur mit 34 jetzt gerade zum Beispiel. Also das sieht man jetzt schon deutlich, dass das was ausmacht. Und man sieht es ja auch am Abstand auf der Straße, wie viel du schon vorne bist. Walter Vargas. Ja, jetzt kann es natürlich sein, dass Contreras doch mehr verliert, als mir lieb ist und dass ich jetzt dann also das Podium, das sichere Geglaubte, verliere. Das ist natürlich Nein, bitter. das glaube ich jetzt nicht.
Oder glaubst du, dass meine drei Leute dich überholen? Ja, minus 3 Tage, was hast du denn für Tagesformel? Christ 0 und Brenner minus 1. Wie Und gesagt, der das Wichtigste ist der Leclerc? Zeitverwert. Hier ist fast nur der Zeitverwert entscheidend. Was hat Leclerc? Der Kerf hat plus 3. Okay. Ich bin sowas von überfordert. Den ganzen Leuten. Ich hätte die teilweise automatisch lassen sollen. Weil ich ja so überfordert bin hier. Oh, der Leclerc zieht da vorbei. Ich glaube, dass der Leclerc dein neuer Gesamtwertungskönig wird. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass meine drei alle ganz gut sind. Leclerc, Christ und Brenner vom Gefühl her. Aber ich kann es Ja, natürlich sind nicht sie auch, aber ich abschätzen. habe, also ich sehe das ja, ich habe hier. Ja, Leclerc siebter. Das macht Brenner vierter. Also ich gewinnen werde ich nichts. Vierter, fünfter, neunter bin ich. Nee, Es nee, kommt so gut ist das Contreras. nicht. 13. 13. Bin Aber, gespannt. Oh, so ja, ich müsste knapp. es haben noch. Ja, oder Brenner hat dich Aber krass. überholt. Ich glaube, Brenner könnte dich Krass. überholt haben. Nee, ich bin mit 11 Sekunden vorne. Oh, das wird aber jetzt krass, was noch kommt, Ja, weißt du, aber was krass ist? Ist, dass Michael Lennart Dritter wurde. ja, stark. Das gibt jetzt Punkte. Also, das. Was für ein krasses Rennen. So, Gesamtwertung, Conteas führt 11 Sekunden vor Brenner, 16 vor Christen und 54 vor Leclerc, also das ist deutlich. Wilks hat auch zwei Plätze verloren, also ich habe halt gar nichts rumstehen, das ist natürlich dann schon ein großer Nachteil, aber ich habe jetzt den Vorteil, dass ich natürlich drei Leute habe, mit denen ich dich ordentlich ärgern kann.